Herrn Professor Essler geben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz der Ausstellung Die Sammlung Esel. Ganz lustig hier, nicht? Ja. Das hat sich so ergeben, ja. Es ist die letzte Ausstellung, die wir nach 17 Jahren hier im Esel-Museum zeigen werden. Und mit dieser Ausstellung sind wir mittendrin im aktuellen Kunstgeschehen. Was ja auch immer das Thema und die Aufgabe, die wir uns selbst gestellt haben, in den letzten Jahren gewesen ist, also das aktuelle Kunstgeschehen. Und es freut mich wirklich sehr, dass Esel dieses Ausstellungsprojekt nunmehr hier realisiert hat. Dass dies nun unsere letzte Ausstellung ist, war seinerzeit, als wir miteinander geplaudert haben, noch nicht so geplant. In diesen Räumen sollte für längere Zeit ein Labor entstehen, wo dem aktuellen Kunstgeschehen Rechnung getragen wird. Hier sollten neue Ausstellungsformate ausprobiert werden, die neuen Medien mit einfließen. Hier sollten vor allem aber auch interdisziplinäre Projekte realisiert werden. Das Labor sollte alle diese Bereiche ausloten und zeigen, welche Herausforderungen Museen sich heute stellen müssen und was alles möglich ist, wenn man innovative Prozesse bearbeitet und über den Tellerrand hinausschaut. Was wir in den letzten Jahren schon verstärkt mit Projekten wie Silence oder Like It realisiert haben, dem wollten wir nun einen eigenen Bereich widmen. Und so schade es auch ist, dass diese Schiene nun nicht mehr fortgesetzt werden kann, so großartig ist es nun, dass diese Ausstellung, eben die Sammlung Esel, nun hier auf die Beine gestellt werden konnte. Mit die Sammlung Esel ist, wie ich meine, ein wegweisendes Ausstellungsprojekt gelungen. Ein Projekt, mit dem wir an den Fragen der Kunstproduktion und der Kunstpräsentation rühren. Ein Projekt, das zeigt, wie ein Künstler eben Esel unterschiedliche künstlerische Methoden und Strategien, darunter die künstlerische Forschung, zu einem Gesamtprojekt vereint. Ich darf Ihnen heute eben ein Projekt präsentieren, das die großen Fragen nach der Veränderung in der Kunst in unserer Zeit stellt. Darüber hat Esel ein neues Ausstellungsformat entwickelt. Er hat sich ganz dem Gedanken des Labors entsprechend die vielen Wochen hier, wie eben in einer Werkstätte, mit seinem Team eingerichtet und etwas Neues erarbeitet. Ich bin, und das möchte ich bei dieser Gelegenheit in aller Deutlichkeit sagen, sehr stolz darauf, dass wir Ihnen heute noch einmal etwas Besonderes, Neues und Bedeutendes präsentieren dürfen. Als wir uns kennengelernt haben, war ich beeindruckt von der Vielseitigkeit von Esel. Er ist ein Künstler, Kurator, Dokumentar. Er ist ein Netzwerker und Wissensproduzent. Esel ist ein Seismograf, würde ich meinen, ein Mensch, der aufgrund seiner vielfältigen Talente und Fähigkeiten in der Lage ist, Entwicklungen zu erspüren und Wissen in Kunst zu transformieren. Er ist jemand, der viele unterschiedliche künstlerische Methoden eben in sich vereint. Und das ist, glaube ich, ein Unikat, das kann man wirklich sagen. Was mich persönlich sehr freut, ist die Tatsache, dass die Anfänge von Esel eng mit den Anfängen des Esel-Museums verknüpft sind. Als wir dieses Haus vor 17 Jahren für die Menschen geöffnet haben, wollten wir, dass es zu einer Plattform für aktuelle Kunst wird. Damals hat ein junger Künstler namens Lorenz Seidler, alias Esel, hier im Esel-Museum bei einer Vernetzungstreffen im Rahmen des Projektes Emergence of Projects seine Visionen vorgestellt. Seither ist er für uns alle
ist viel für uns alle eben viel Zeit vergangen. Wer könnte sie auch da? Hm? Wo? Das sind die Frauen von den Menschen. Wo ist sie? Ah ja, hallo. Willkommen, ja. So, und wir haben in der Zwischenzeit, eben in diesen 17 Jahren, mehr als 100 Ausstellungen im Esel-Museum ausgerichtet. Tausende Kunstvermittlungsprojekte, Konzerte und Lesungen und vieles mehr durchführen dürfen. Esel hat seine Vision, die Kunstwelt zu vernetzen, realisiert in der Zwischenzeit. Er ist für einen bedeutenden Künstler, Netzwerker und Wissensproduzent geworden. Und um uns herum hat sich die Welt, vor allem auch die Kunstwelt, stetig verändert. In all diesen Jahren hat Esel ein Archiv angelegt. Zu seinen künstlerischen Strategien gehört es, Informationen zu sammeln, zu analysieren und zu verwerten. Sein Archiv ist gewachsen und gewachsen. Man sieht es ja noch hier in diesen Containern, wo ja noch vieles Unentdeckte für weitere solche Projekte hoffentlich schlummert. Esel und ich haben einige Parallelen zwischen uns feststellen können. Uns interessiert brennend, was als nächstes kommt, wie sich die Kunst entwickelt, welche Variablen es dafür gibt, denn Kunst ist ja ständig im Wandel begriffen. Und diesen Wandel haben meine Frau und ich, unsere Sammlung und dann vor allem im Esel-Museum versucht, Rechnung zu tragen. Das Esel-Museum war immer ein Ort, der sich den aktuellen Entwicklungen gestellt hat. Hier ging es immer um Fragen wie, was ist Kunst in unserer heutigen Zeit? Wie kann man heute Ausstellungen besonders interessant und für Kunden aufregend gestalten? Wie verändert sich die Kunst? Welchen Einfluss gibt es dafür? Und wie müssen wir darauf eben als Museen reagieren? Und wie können wir Kunst am besten, vor allem hier, eine Plattform bieten? Esel, der aus seiner Perspektive an ähnliche Fragestellungen interessiert ist, hat dafür seine eigene Strategie entwickelt. Für ihn ist Kunst immer ein soziales Phänomen. Für ihn ist Kunst notwendig. Und vor allem ist für ihn überall Kunst und Kunstschaffen anzutreffen. Als wir Esel eingeladen haben, hier eine Ausstellung zu entwickeln mit eben dem Laborcharakter, hat er sofort die Idee, sein großes Archiv zu öffnen, erstmals zu öffnen. Die Sammlung Esel ist ein faszinierendes Universum des Wissens und der Kunstproduktion, in dem alles miteinander in Verbindung steht. Eine von Esel zentrale Methoden ist die künstlerische Forschung. Dadurch ist er in der Lage zu analysieren, wie sich die Kunst und Kunstproduktion durch unterschiedliche Einflüsse, wie etwa die Digitalisierung, verändert haben. So arbeitet die Sammlung Esel nicht nur das Kunstgeschehen der vergangenen 17 Jahre auf, sondern steckt seine Fühler aus in Richtung Zukunft. Und das ist ja das, was uns für alle als kunstinteressierte Menschen und das Museums- und Ausstellungsleute interessiert. Heute sehen wir ein Gesamtkunstwerk, das sich auf viele verschiedene Arten betrachten und lesen lässt. Esel wendet viele künstlerische Strategien an und verknüpft diese in vielfältiger Weise miteinander. Er ist aber vor allem auch, und das möchte ich hervorheben, ein großartiger Fotograf, was ihr hier an seinen wunderbaren Arbeiten selbst feststellen können. Das Besondere an dieser Ausstellung ist, dass man sie auf viele unterschiedliche Art lesen und erleben kann. Man kann die künstlerischen Forschungen Esels studieren, man kann die vielen angesprochenen Fragen und Themenbereiche reflektieren. Man kann selbst aktiv mitmachen, und das ist ja auch das Besondere, und auch Erkenntnisse gewinnen. Man kann aber auch einfach die wunderbaren Fotografien von Esel betrachten und genießen. Und Sie sehen schon, wenn Sie einen Blick darauf werfen, wie hervorragend das fotografische Auge
des Künstlers ist. Was mir so besonders gefällt, ist, dass immer viel Humor in seinen Fotografien mitschwingt. Er ist ein genauer Beobachter, ein sehr feiner sogar, der nie Menschen bloßstellt, sondern eben den Moment zu finden trachtet, der perfekt ist. Ich möchte sagen, Esel ist der Menschenfreund und das ist wirklich wichtig, glaube ich, gerade in unserer Zeit. Lieber Esel, ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie dieses wegweisende und vor allem schöne Projekt hier realisiert haben. Ich sage bewusst realisiert, denn es ist ein interaktives Projekt und Sie werden ja noch viel mehr sein in den nächsten Wochen, um weiter daran zu arbeiten. Ich danke auch besonders Ihrem Team, Frau Gesche-Heumann und Herrn Akbar Muratov. Es war sehr schön, den Aufbau über die letzten Wochen mitzuverfolgen und zu sehen, in welcher freundschaftlichen und konstruktiven Atmosphäre hier zusammengearbeitet haben. Lassen Sie mich es noch einmal sagen, ich freue mich sehr, dass Sie es sind, die hier diese letzte Ausstellung verwirklichen. Ich möchte ganz besonders aber auch meinem Team danken im Esel-Museum, das engagiert bis zur letzten Minute hier Programme realisiert. Wir haben das Ausstellungsmachen hier immer alle zusammen als ein Herzensanliegen betrachtet und so ist diese Ausstellung noch einmal ein ganz besonderes, ja, ich würde sagen, ein Herzensprojekt geworden. Schönen guten Morgen, hört man das? Ja. Ja. Also herzlichen Dank zunächst einmal, also nicht nur für die Einladung, sondern für die netten Worte. Ja, ich glaube, was den Esel und mich neben der Phonetischen Allianz auch noch verbindet, ist sowas wie sich eine Möglichkeit suchen zu wollen und das auch geschafft zu haben, sich intensiv mit Kunst auseinandersetzen zu können. Bei Ihnen war es, glaube ich, das Sammeln, bei mir war es halt sowas wie eine aktive Teilhabe. Ich will daran teilnehmen und habe dafür auch Self-Empowerment-mäßig und damals aufkommendes Internet diese Plattform gegründet. Und als jetzt diese Einladung zu dem Labor kam, ist nicht einmal wissend, dass hier sehr viel Platz ist, war sofort der Gedanke, ich möchte endlich diese Flyer angehen, die in zwei Kellern zum Leidwesen meiner Frau in unserer Wohnung und zum Leidwesen meiner Mitarbeiter im Büro sich stapeln. Und wir haben eigentlich seit Dezember begonnen, mal diese Dinge zusammenzutragen, chronologisch zu sortieren und dann inhaltlich aufzuarbeiten. Wenn ich versuchen soll, das irgendwie in Form eines Bildes zu beschreiben, dann sind dann so esel.at hat halt begonnen als kleiner Newsletter, der halt damals niemand merken hat lassen dürfen, dass er noch ganz klein ist. Stichwort, man ist so wichtig, wie man sich macht. Und dann ist dieses Bächlein losgedrückt. Dann kam die Radiosendung, die dazu gekommen ist. Dann kam die Webseite, die dazu gekommen ist. Dann kamen verschiedene Ausstellungsprojekte und die ganze Kuratierungsschiene dazu. Dann kamen Räume, die wir bespielt haben, bis hin jetzt zur Esel-Rezeption und natürlich jetzt die Social-Media-Kanäle. Das heißt, das einzelne Bächlein wird dann ein immer größerer Strom, wenn wir hier in der Nähe der Donau sind. Und es fließt halt sogar hin und man greift halt immer wieder so moderierend ein und dockt halt neue Projekte an oder macht Abzweigungen, die inhaltlich auf irgendwas hinweisen wollen. Und das Schöne an dem Labor ist aber, dass man jetzt einmal mit der ganzen Hand in diesen Strom greifen kann und ihn abbremsen. Also quasi eine Art Reuse einführen und schauen, um jetzt in dieser Tiermetaphorik zu sein, welche Fischern hüpfen dann sozusagen in das Tierfischteichbecken, das wir hier jetzt die nächsten zwei Monate im Zuge der Sammlung Esel beim Esel zeigen können. Und auch, welche Vorschläge gibt es von Seiten des Publikums, welche Fische in so einem Goldfischteich oder in so ein Labor oder wie auch immer diese Petrischale nennen will, da hineingehören. Und das untersuchen wir jetzt in nächster Zeit. Und wie Sie sicher schon festgestellt haben, also ich danke für die einführenden Worte, was vor allem sozusagen die Fragen und Neugierden anbelangt. Die Struktur ist, glaube ich, relativ klar. Es gibt quasi so eine visuelle Narration anhand von Fotos. Und hier sind so thematische Schwerpunkte, haben sich relativ schnell herauskristallisiert. Also hier widmen wir uns ein bisschen dem sozusagen strukturellen, institutionellen Hintergrund in Wien und Umgebung, was irgendwie von der Zentralisierung bis zur Dezentralisierung hinüberführt, aber auch andere Themen in den Fokus rückt und die wieder miteinander verwebt. Da drüben gibt es Künstlerrollenbilder, da vorne gibt es sozusagen die Künstler und ihre Methoden, also Kunst als Formen- und Wissensproduktion, wo wir also quasi anhand von Flyern ausgehend von ursprünglich gemeinhin mit Kunst verbundenen Medien und Formen immer weitergehen zu Kunst, die sozusagen als
ihre eigenständige Wissensproduktion ernst genommen wird und spätestens seit, also nicht nur dem Schlagwort, sondern auch der Förderungsstruktur für Artistic Research, diese sehr spezifische, eigenwillig bis hin zur individuellen Methodik die Künstlerinnen wählen, um sozusagen ihre Weltverarbeitung als Wissen in Form zu bringen. Das ist wie eine Art Fringe Science. Das ist eben nicht Wissenschaft, sondern es sind irgendwie so selbstgewählte Methoden, die sich auch nicht immer nur aufs Sprachliche beziehen müssen. Und ein bisschen ähnlich funktioniert natürlich hier auch die Ausstellung, weil während wir quasi so mit den Fotos Geschichten erzählen können, werden die gleichzeitig von dieser Flyer-Ebene, soll ich sagen, kommentiert und in Wechselverhältnissen gesetzt. Also im Optimalfall ist es mir gelungen, mit jeder inhaltlichen Clusterung eine nonverbale Geschichte zu erzählen, aber sie haben dann immer die Möglichkeit, die begleiteten Flyer, die teilweise mehrere Geschichten sind, oder man merkt es eher in der Clusterung, und so ein bisschen tiefer zu tauchen, und sie dürfen auch die Flyer runternehmen. Ich würde nur bitten, dass sie sie wieder dorthin geben, wo sie sie her haben, weil es war ziemlich mühsam, die hinzuhängen. Und meistens erzählen sie dann auch noch eine weitere Geschichte oder lassen sie abzweigen. Aber es kann, und ich habe doch die Leute in den letzten Wochen bewusst immer wieder eingeladen, dass sie reinmarschieren und zu schauen, was wir beobachten und was erzählen die mir für Geschichten. Natürlich ist ein Effekt, der auftreten wird, die Wandernadel, also dass die Leute sagen, ja, das kenne ich, da war ich oder daran kann ich mich erinnern und davon habe ich gehört. Da bin ich total glücklich damit. Genauso haben wir versucht, auch Motive zu finden, die nicht jeder sofort sieht, wie zum Beispiel den Einbau von Gerwald Rockenschau beim Beethoven Fries. Das war halt ein Jahr im Jubiläumsjahr und kennt aber irgendwie jeder gleichzeitig. Also je nachdem, welchen Wissensbereich haben sie vielleicht was zum Anknüpfen. Und für mich ist es natürlich wieder so, okay, ich habe gewusst, Saliera wäre zum Beispiel so etwas Ikonisches, wenn ich jetzt einen Cluster ausarbeiten will, der ein bisschen so, wie präsentiert sich denn Wien als Tourismusstadt, die auch mit der Kunst und Kultur, und nicht nur, das war aber natürlich dann weiter in Richtung Museumsquartier und jetzt quasi Kunst als wesentlicher Tourismusaspekt, den man auch quasi in den Formularen der Wien-Tourismus sieht, das wäre was, die kann ich rausbringen. Also im Wien-Tourismus, Art and Delight, ich glaube 2011 war das Motto, und da geht es dann schon in Richtung Wien als Kunsthauptstadt für zeitgenössische Kunst. Also wir arbeiten, dann kommt natürlich verstärkte Marketingwirkung, dann wie verändert sich die Verhaltensweise im Kunstfeld und immer wieder Methoden, das abzubilden über Foto oder Flyer. Gleichzeitig versuchen wir natürlich innerhalb der Flyer auch formale Assoziationen zu verweben. Also hier ist zum Beispiel die Farbe Gelb sehr dominant, oder Gold besser gesagt, und dann diese Winkel, und dann super eigentlich Flätzen, die da wie auf einem Enz, das Enz ist quasi so ein weiteres sozusagen Key-Icon für Kunsterlebnis in der Stadt, und so wabert halt mein Hirn dahin. Aber wichtig war mir dabei, dass die letzte Entscheidung, also ich habe mir eine klare Methode überlegt und zurechtgelegt, wie ich arbeiten kann, und das ist auch sehr schön aufgegangen. Danke für den vielen Platz und die Geduld Ihrer Frau für die vielen Wochen, wo ihr alles wirklich eher nach großem Chaos ausgesehen hat, außer in meinem Kopf. Aber das Schöne ist ja, dass die letzten Entscheidungen waren immer lyrische oder aus dem Bauch heraus. Also wir sind jetzt auch mit der Terminologie da unten ganz bewusst jetzt nicht den Begriffen Siegerkunst und sonstigen, die derzeit kursieren, nachgespürt, sondern versucht irgendwie neue Anstöße zu geben und damit auch irgendwie Freiheit für mich selbst in der Beschreibung zu schaffen, aber auch für das Publikum. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Grafikdesigner da durchgeht, was ich partout nicht bin, kann ich mir vorstellen, dass jemand in seinem Kopf stärker beobachtet, wie haben sich Logos verändert. Natürlich haben wir die Strecke, dass das MoMoG im Laufe der letzten 17 Jahre, glaube ich, viermal sein Erscheinungsbild und auch seinen Namen geändert hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein Designer eher untersucht, welche Farben sind vordergründig in Logos oder wie weit wurden Logos, das ist was, was ich von meiner Website weiß, so skalierbar gemacht, dass man sie auf unterschiedlichen Größen, verschiedenen Breiten verwenden kann. Kann sein, dass es das ist, vielleicht kommt irgendwas ganz anderes raus. Daran bin ich selbstverständlich sehr interessiert. Wichtig ist mir auch, dass ich versucht habe, all diese, sagen wir mal, Begriffswolken in ihrer Ambivalenz zu zeigen. Also ich versuche nicht zu sagen, also Ilfenhamen Kreuzfeld zwischen Schwarz und Weiß, natürlich kann man sagen, Marketing ist was Furchtbares und die Eventisierung der Kunst und da verändert sich jetzt der Museumsraum, das kann man quasi negativ sehen, man kann es aber auch positiv sagen, okay, wenn das Museumsquartier sich selbst als Lebensraum bezeichnet und die Menschen einlädt, das als Freilaufterrasse zu nutzen und dort vielleicht eher ein Dosenbier zu trinken, kann es noch immer passieren, dass 5% der Dosenbiertrinker dann ins Museum zufällig gehen. Das sind wahrscheinlich noch immer 2-3% mehr als sonst dorthin gehen, wenn das Ganze nur als sozusagen pure white-cubische Kunst sich präsentieren würde. Und im Endeffekt ist diese Ambivalenz, betrifft ja nicht zuletzt dann auch die Ausstellung, ich habe immer das Gefühl,
jetzt haben wir schon so wahnsinnig viel gesichtet, bis das Glas ist halb leer, eigentlich hätten wir noch so wahnsinnig viel zum Sichten und hätten noch so viele Möglichkeiten hier zu zeigen. Aber was für mich jetzt sehr spannend ist, ist, welche Veränderungen Sie glauben, beobachtet zu haben und was Sie davon halten. Und dafür gibt es diese sogenannte Kunstveränderung, die Sie einreichen können. Also quasi, wir fragen Sie danach, was hat sich für Sie in der Kunst in den letzten 17 Jahren geändert? Wie beurteilen Sie diese Veränderung oder wie sehen Sie diese Veränderung? Das interessiert mich sehr. Und dann auch noch meine Lieblingsfrage, was sollte sich Ihrer Meinung nach noch ändern in Sachen Kunst? Also quasi, wir nennen es ganz bewusst auch Kunstveränderung und nicht Beobachtung, weil quasi der Wunsch ist schon der Beginn der ersten keimenden Veränderung. Wenn Sie dann einen solchen Fragebogen ausgefüllt haben, dann finden Sie hier links unten eine Koordinate und unter dieser Koordinate bringen Sie den einfach ganz entspannt an der Wand an. Also nehmen wir zum Beispiel, ich habe mir jetzt auch aufgeschrieben zu dieser Pressekonferenz, Dinge, die ich vergessen habe, also zum Beispiel künstlerische Arbeitskollektive sind noch kein Thema in der Ausstellung, wäre was ich zum Beispiel brauchen könnte. Also dann schreibe ich, dann bekomme ich zum Beispiel von Ihnen den Input und sage, hey Esel, keine Ahnung, Interdisziplinarität ist eine Selbstverständlichkeit. Dann finde ich das hier, lasse das hier weiterhin unkommentiert stehen und aus allen Bildern, die sich nebeneinander dann einfügen an der richtigen Stelle, entsteht ein neues Bild. Das werden Sie dann sehen, so ähnlich wie der Hase. Ich verrate Ihnen nicht, was es ist. Wir machen noch ein großes und relativ ikonisches Bild und schon nach 4 oder 5 Einreichungen, also wie soll ich sagen, 4 oder 5 Kunstveränderungen, sollte man sozusagen einige Aspekte des Bildes bereits erkennen können. Was ich dann mache, ist, ich lese mir das alles sehr, sehr leidenschaftlich durch und suche mir daraus Zitate, die mir wieder neue Inputs geben, die ich in der Ausstellung weiterverarbeiten kann. Kann sein, dass ich Ihre Inputs irgendwo da zu einem Cluster, weil es mir bereits dazu passt, erweitere. Kann aber auch sein, dass ich es mit Fotos und Flyern wieder zu einem eigenständigen Thema mache. Also wir haben bewusst den hinteren Teil, der auch inhaltlich sehr stark in Richtung neue Öffentlichkeit, neue Allianzen, neue Communities, neue Methoden und auch neue gesellschaftspolitische Herausforderungen. Also hier ist Platz sozusagen für neue Cluster, wo die Ausstellung dann weiter wuchert. Ich habe versucht, relativ viel, was mir aufgefallen ist, bereits in große, meistens Wandsektoren einzuteilen. Aber wenn Sie mir jetzt zum Beispiel sagen, Interdisziplinarität ist inzwischen Normalität, dann mache ich nichts anderes als das in meinem Handy. Interdisziplinarität ist Normalität. Dann warte ich kurz, bis Siri mir das ausgelesen hat. Außer ich habe so einen schlechten Empfang wie im Messelmuseum. Vor allem bei Ihnen wieder schlechter. Interdisziplinarität ist Normalität. Nehmen wir zum Beispiel als Input. Wunderbar, geschmackiger Saga. Und dann drucke ich es mir einfach aus. Und dann kommt es. Dann kommt hier das Leben raus und dann kommt es einfach an die Wand und dann kann ich schon weiter wühlen. Also so funktioniert die normale Arbeitswelt des Labors. Was jetzt mit der Eröffnung eingetreten ist, ist, dass wir halt einmal sehr, sehr gut zusammengeräumt haben und jetzt können wir wieder ein bisschen wuchern, wenn die Frau Essen weg ist. Also. Aber prinzipiell natürlich interessiert mich, welche technischen Möglichkeiten gibt es. Also wir leben ja schon in einer veränderten Zeit, wir leben in diesem 21. Jahrhundert, wo neue Technologien, wo Künstlerinnen und was auch immer für eine ästhetische Lebensform ich bin, direkt mit Communities kommunizieren, wo über einen Rückkanal in einem Prozess mit bis zu 10, 15, 20.000 Leuten in Kontakt getreten werden kann. Das verändert ja in irgendeiner Form nicht nur die Kunst, das verändert auch die Methoden, das verändert die Öffentlichkeiten, das verändert die Möglichkeiten, wie man auch in Iterationen, Stichwort Labor, Dinge präsentieren, diskutieren und gemeinsam entwickeln kann. Und stelle aber trotzdem wieder die Frage zurück, was sind die Essenzen der Kunst, also was sind diese spezifischen Besonderheiten, die doch die Kunst ausmachen und die, glaube ich, Sie genauso wie mich immer wieder dazu motiviert, rauszufahren und die besonders schöne Reise zum Esselmuseum zu machen. Und das ist vielleicht am Schluss noch mir ein wichtiger Punkt. Also, dass man nicht mehr so gemütlich die 10 Minuten Zugfahrt auf sich nehmen kann und mit der Fahrt den Kopf freikriegt und dann, wir haben es ja besonders gut erwischt, weil wir wirklich in der Architektur dann auch noch, wo die Räume dann so aufgehen und man ist dann in der Situation, wo man weiß, okay, es gibt nicht einmal einen Handyempfang und ich habe jetzt hier eine gewisse kontemplative Ruhe, für was zu arbeiten. Das ist eine große Tugend des Hauses. Auch das Labor,
dass wir die Möglichkeit haben, einige von Ihnen waren bei Body & Soul, wir haben de facto bei der Eröffnung angefangen, sehr schnell einmal mit dieser Rasterpater-Technologie den Raum zu erobern. Andere können sagen, es war mir ein Anliegen, sozusagen den Klaus-Albrecht Schröder, den Hasen sozusagen, hier an die Wand zu bringen. Gleichzeitig war es mir auch ein Anliegen, Ihnen zu zeigen, oder Rasterpater ist eine Technologie, wo Sie mit Ihrem Drucker daheim häusergroße Graffiti-Arbeiten machen können, die Sie im Stadtdruck und auch antreffen. Wenn man von der Technologie aber nichts weiß, dann weiß man nicht, dass sie verfügbar ist und jeder Mensch damit, ist auch kein Zufall, dass dank dem Internet die Leute beginnen, gemeinsam Aktivitäten zu setzen, ihr Wissen auszutauschen und sich Schnittpläne für bis zu 3D-Druckern zuzuspielen. Aber was ich noch sagen wollte zum S-Museum, was wir auch beobachtet haben in den letzten Wochen, ist, es geht ja über das reine Ausstellen hinaus, was ein Museum und auch das S-Museum tut. Also es gibt halt diese unsichtbaren Funktionen des Museums und das beginnt bei der Restauratorenstätte da unten, dem Leihgabenverkehr bis hin zu, wenn man dann plötzlich mitkriegt, wie viele Schriften sozusagen weltweit an die verschiedenen Botschaften verschickt werden vom Esselmuseum und deren Katalogen. Nicht zuletzt natürlich auch Einzelausstellungen für Künstlerinnen, die unter 50 sind, sogar unter 42, so wie ich. Und es tut mir echt im Herzen weh, weil ich weiß ja, dass für nächstes Jahr Sachen geplant waren. Und auch wichtig, und das werden Sie wahrscheinlich wissen, vielleicht weiß man es irgendwie nicht so genau, es ist schon, es ist ein spezieller Ort, wo speziell, also eine gewisse Community hier sehr stark präsent ist. Und für mich war das ziemlich spannend mit Leuten, die mal nicht rund um die 30 sind und eine Bierdose in der Hand haben, sondern die hier im Einzugsgebiet Klosterneuburg überraschend häufig anzutreffen sind. Also wenn ich hier um 10 Uhr früh gekommen bin, sind da schon 40 Leute im Museum gewesen. Das hat mich also immer wieder überrascht, sage ich jetzt ehrlich. Und was auch noch ist, Kunstvermittlungsprogramm und natürlich das Team. Das ist, also wenn man sozusagen immer gewohnt ist, alles sozusagen in der Kleinheit zu machen, und da fange ich gleich bei meiner Danksagung an, und die Gesche Heumann und den, also vor allem die Gesche und den Akbar, die also quasi das Projekt wirklich nicht nur jetzt mit den Händen begleitet haben, sondern vor allem mit dem Kopf begleitet haben. Und auf der anderen Seite natürlich meine Familie, die mir den Rücken freigehalten hat, während solche Sprunganaden Und vielleicht noch ein letztes Wort zur Ausstellung. Was in der Ausstellung nicht verarbeitet wurde, ist der digitale Fundus von Esel. Also wir haben sehr wohl die analogen Materialien jetzt endlich gesichtet und sozusagen unter Kontrolle. Die Fotos waren schon seit der Christine König-Ausstellung unter Kontrolle, aber das Digitale wäre nochmal, also in der Esel-Datenbank sind so 95.000 Terminenträger und das ist nur seit 2006, das heißt, es gibt dann nochmal ein Backup, das von 2001 noch existiert. Und da ging es aber dann über Big Data und so weiter, das Ganze zu sichten. Also da muss man dann auch wieder eine neue Methode finden. Aber ich fand den Zeitpunkt, jetzt die Sammlung Esel zu machen, insofern ideal, weil ich auch merke, dass die Flyer ein bisschen weniger werden. Also, wenn Sie haben sich in den letzten Wochen oder Jahren eigentlich Briefe von Institutionen bekommen, steht aus, manchmal steht auch aus Kostengründen, stellen wir sozusagen unseren Postverkehr um auf E-Mail-Informationen, welche hätten Sie denn gerne und so weiter und so fort. Und man kann teilweise auch beobachten, das ist auch ein schönes Thema, dass manche Flyer immer opulenter werden. Also wenn dann sozusagen eine Aussendung kommt, dann ist die Gold oder was und die 2,5 Kilo und kommt mit einem Sattelschlepper oder so. Gut, ich würde aber sagen, ich lasse es einfach mal hier und freue mich auf Ihre Inputs. Ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie mir helfen, die Kunstveränderungen zu beobachten. Und also, wahrscheinlich haben Sie Fragen, dann lassen wir mal raus. Ich habe immer ein bisschen Bauchweh, ich bin aber ein alter Mann. Wenn man unkommentiert einfach den Ausdruck nimmt, man kann mit 15.000 Menschen auf einmal kommunizieren. Da habe ich was dagegen, ich persönlich in meinem Inneren, da sträubt sich alles. Das ist für mich kein Kommunizieren. Ich glaube, gerade wenn wir die letzte Museumsrichtung hier in Betracht ziehen, auf der anderen Seite nämlich, zwei Personen maximal, in aller Ruhe, ohne irgendwelche störende Einflüsse, sich ein Bild zu betrachten, dann kommuniziert man wirklich auch mit dem Kunstwerk oder mit den Kunstwerken in diesem Raum. Das Kommunizieren, wie du es verwendet hast, ist für mich das Extremste an der Oberfläche sich Bewegende,
Und ich weigere mich noch immer, obwohl ich als Hauptberuf noch immer permanent mit dem Computer arbeite, weigere ich mich, das als wirklich als Kommunikation zu bezeichnen. Kann ich das sagen? Ja, natürlich. Also das, was du jetzt... Wir wollen ja eine Kommunikation führen. Ja. Also ich würde das, was du jetzt als Kommunikation eingefordert hast, ein Gespräch nennen. Also ein Gespräch auf Augenhöhe zwischen zwei Gesprächsteilnehmerinnen, vielleicht auch mehr, einer kleinen Gruppe, die vielleicht auch eine andere wäre als jetzt eine öffentliche Situation, wo diverse repräsentative Mechanismen zu greifen kommen. Ich habe ein Mikrofon, die haben sie schon wieder weggenommen. Also das sind lauter so Aspekte, die ich beim Untersuchen dieser auf gröberer Ebene auch weiterhin als Kommunikation zu bezeichnenden sozialen Zusammenhang, der gerade zwischen uns durch das Austauschen von Wörtern oder von Audiowellen an dein Ohr und Dingen mehr noch. So, aber wieso ich sehr wohl davon kommunizieren spreche, ist nicht nur, weil ich der Meinung bin, dass Kunst das Resultat eines Kommunikationsaktes ist, und das heißt auch nicht, dass alle über Kunst mitreden immer an einem Tisch sitzen müssen, sondern das ist eine dezentrale, trendy gesagt, rhizomatische Struktur von Leuten auf unterschiedlichste Art und Weise und nicht immer auf Augenhöhe. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ausstellungsvorschlag oder von mir aus eine Performance oder eine Lecture oder ein Symposium als einen Kommunikationsakt sehr, sehr, sehr wohl bezeichnen würde, dann ist das ein keineswegs Kommunizieren auf Augenhöhe, sondern dann ist es eher ein, jemand macht sich breiter und die anderen reagieren drauf. Ich sehe übrigens diese Unterscheidung, da ist sie mir fast wichtiger als beim Kommunizieren, auch was den Aspekt der Partizipation anbelangt. Also, wenn man jetzt sagt, das ist eine partizipative Ausstellung, keine interaktive Ausstellung, es gibt keine Maschinen außer die ich bediene, und es ist auch keine Kollaboration zwischen Ihnen und mir, es ist vielleicht eine Kollaboration zwischen dem Herrn Essel und mir, aber zwischen Ihnen und mir und noch stärker zwischen dem Publikum, also jetzt nicht nur journalistischen Privilegierten, sondern sozusagen dem breiteren Publikum, ist eine Partizipation. Das ist mir relativ wichtig, weil ich hier eine Methode und eine Form überlegt habe, wie die Menschen teilnehmen dürfen. Ich habe mir wohl überlegt, dass ich sage, ich möchte, auch wenn ich mir herausnehme, mir gewisse Zitate dazu klauen und für mich auch wieder unkommentiert und sogar anonymisiert in die Ausstellung als quasi ein Gesamtbild einzubauen, möchte ich den Leuten trotzdem die Möglichkeit geben, dass man ihren Originalbeitrag als solchen sehen und lesen kann. Das halte ich bezüglich Augenhöhe für wichtig. Und ein Wort noch zu dem Kommunizieren und warum 15.000 Leute kommunizieren, sehr wohl das ist, als ich angefangen habe, 98 mit E-Mail, habe mich überrascht und dass ich in der Lage war, mit dem gleichen E-Mail, mit dem gleichen Inhalt, nur wenn ich die persönliche Ansprache ändere, relativ schnell 50 Leute zu einer Handlung anzustoßen. Also Leute zu fragen und sagen, kannst du mir das beantworten und sonstige Dinge. Und dass ich also quasi mit einem, ich sage es jetzt wirklich böse, mit einem geringeren Kommunikationsaufwand ein Vielfaches an Resultaten, an Information zurückgenerieren kann. Ja, und damit finde ich, und das ist die Aufgabe, mit dem geschickt umzugehen, ist die Herausforderung. Also quasi nicht die Leute zu irgendwelchen, schickt was ein und in Wirklichkeit brauchen wir euch für eine Marketingumfrage, sondern, glaube ich, halbwegs transparent zu machen, wie, und weiß nicht, weißt du, was ich tue, also auch, ich habe immer ein großes Interesse gehabt für Machtverhältnisse im Kunstbetrieb und auch welche Rolle sozusagen die Ökonomie in diesen, letztlich auch Verteilung der Kommunikationsrollen in dem heterogenen Sprechakt namens Kunst spielt, aber mir scheint es schon wichtig und deswegen glaube ich, ist Esel auch immer so, wie es gewesen ist, also dadurch, dass ich mir eine privilegierte Position herausgenommen habe, mich intensiver mit Kunst auseinandersetzen zu können, ja, dadurch, dass ich ein Medium anfangs sozusagen nur emuliert habe und später dann tatsächlich das halt explodiert ist als Riesenplattform, dass ich zumindest dieses Wissen, das ich aus meiner privilegierten Position anerkennen konnte, weitergeben kann an die Menschen. Ich weiß nicht, so bin ich ja konfiguriert. Also ich weiß nicht, ich kann jetzt aber sagen, ja, dann sagt immer, das war nett, dass ich jetzt dem Künstler die Hand geben habe können. Aber ich finde es halt gut, wenn man dann immer wieder eine Möglichkeit finden will, oder ich persönlich finde es halt so, dass man zumindest andere nicht nur vielleicht an dieser Info teilnehmen lassen kann, sondern weil die Esel, die der Kalender ist, glaube ich, deswegen recht erfolgreich, weil er vor allem eine Schnittstelle ist, für die Leute selber mal hingehen zu können. Also letztlich kann man den Leuten immer nur Einladungen geben, sich, ich sage es böse, selbst zu ermächtigen, aber im positiven Sinne ihnen auch dabei zu helfen, zu sagen, hey, das ist eigentlich eine gute Form von, und jetzt haue ich, intelligenter Unterhaltung, im buchstäblichen Sinne. Also nicht nur, bevor du jetzt tanzen gehst am Abend, schau doch mal
auf eine, wie auch immer geartete Veranstaltung, und mir ist zum Beispiel auch völlig bewusst, dass die Eröffnung einer Vernissage was anderes ist als in einer White Cube kompetitiven Situation, wie jetzt im Extremfall Silence, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Aber es eröffnet wieder andere Möglichkeiten, weil es bietet ja auch das soziale Feld, also diese spezifische gesellschaftliche Milieu, wo zwischen Institutionen, Markt und Künstlerinnenproduktion sozusagen kunstspielfertig verhandelt wird. Und gut, können wir uns jetzt ewig unterhalten. Aber ich hoffe, das ist ein bisschen sozusagen elaborated. Aber mir ist sehr, also ich glaube, über den Begriff kommunizieren bin ich mir im Klaren. Könntest du uns gnädigerweise diesen Fragebogen auch selbst ausgefüllt zur Verfügung stellen? Ja. Sagst du es kurz, die Antworten, vielleicht für alle, auf die Fragen, die mich jetzt interessieren? Also ich würde sagen, uns ausbreiten und selbst nichts dazu sagen. Gell? Ja, also ich glaube, viele von den Antworten hängen ja hier an der Wand. Also, wir können, also ich sage jetzt nicht um zu entfleuchen, sondern also es ist auch bewusst, wurde gewählt zu sagen, welche Kunstvereine haben sie beobachtet, weil es mir wichtig ist, dass die Leute das nicht nur als sozusagen Raster, ah ja, da gab es die Museumspartieröffnung und ah ja, da gab es das Klimtjahr und so weiter und so fort, sondern dass sie sagen, aha, also quasi, wo steht denn das in Relation zu dem, wie es vielleicht vorher war, um diese Frage aufzumachen. Insofern ist das eine rhetorische Manipulation. Was ich mir jetzt tatsächlich, also die Interdisziplinarität hat mich in letzter Zeit schon beschäftigt, weil ich es, vor allem wenn es jetzt quasi nicht durch Markt bedingt ist, ist Interdisziplinarität für mich eine Selbstverständlichkeit. Und das kann ich mir vorstellen, dass sich dieses Zusammenwachsen der Disziplinen, so sehr man es auch noch immer angekündigt findet und sagt, also Interdisziplinarität und so, aber ich habe das Gefühl, dass viele Kunstschaffende in meinem Umfeld selbstverständlich in Musikkollektiven involviert sind oder in Bands spielen und gleichzeitig kann sein, dass das auch immer so war in den 60er Jahren, sondern auch in der Kunstbewegung immer schon gegeben hat, aber die, dass vielleicht sogar auch der Markt diese Verschmelzungen abbildet, also Intersimilarität wäre eins, was ich hier stärker eingehen würde. Das zweite, was ich mir jetzt im Zuge des Gesprächs aufgeschrieben habe, was fehlt, ist künstlerischer Selbstentwurf als Kollektiv, also Auftreten nur noch also quasi als Gruppe, wo nicht eine Einzelperson als Letztkünstler überbleibt, etwas, vor dem dieses Projekt zum Beispiel nicht gefeiert ist. Also Künstlerkollektive, die vor allem stark in der Performance und queer und selbstbestimmten Geschlechterentwürfen wird gleichzeitig auch diese quasi Rolle der Selbstvermarktung, welche Identität bringt sie sozusagen als letztlich dann auch ökonomisierbares Gegenüber oder Entität in den Prozess, ich zeige es als Kunst ein. Das wäre mal meine spontane Antwort. Wir können es aber nachher hinsetzen. Also prinzipiell wäre mein Ziel, wenn ich es dann schaffe, diese Ausstellung für mich abzuschreiben, inklusive der Inputs hier habe ich eh im Buch fertig. Ist das genug oder gibt es noch welche? Ja, gibt es noch eine Frage? Nein? Darf ich vielleicht noch einen kurzen Überblick über die Sektoren geben, weil ich glaube, dass man da dann so irgendwie so diese groben Fäden, die sich durchziehen, und dann ist es vielleicht auch eine ganz gute Einladung, dass Sie sich die Ausstellung einfach selber spüren. Also prinzipiell ist diese ganze Wand ist sozusagen irgendwie der strukturelle, institutionelle Hintergrund ein bisschen vor dem Wien und Umgebung, wobei eine Achse sicherlich dieses sozusagen Zentralisieren, wo ja Wien ein Spezialfall ist, weil ja irgendwie, wenn es im dritten Bezirk, also in einem Nachbarbezirk des Inneren der Innenstadt stattfindet, ist es bereits schon quasi wilde Offspace-Gegend. Also Zentralisierung zu Dezentralisierung. Und das verknüpft oder wird begleitet von Überlegungen zur quasi Gründung von Institutionen, Repräsentationen, öffentliche Repräsentationen von Institutionen, ja auch den keimenden zunehmenden Einfluss von Marketing, aber man kann auch indirekt rauslesen, natürlich sozusagen Tourismuswirtschaftsinteressen bis hin zu Interessen von Stadtentwicklung, bis hin zu Immobilienentwicklung, die natürlich mit der Offspace-Bewegung einhergeht. Das wäre jetzt quasi der kritische Blickwinkel darauf. Gleichzeitig kann man auch sagen, dass es eine verstärkte Tendenz gibt, auch das sind vielleicht Antworten, von Künstlerinnen tatsächlich ihre eigenen Räume zu bespielen und dass auch vieles von, was vielleicht, also ich vermisse zum Beispiel eine Art mit Ausstellungshalle mittlerer Größe, auch das haben wir versucht durch quasi die Auseinandersetzung mit den privaten Initiativen, die gekommen und leider auch gegangen sind. Also ich glaube, die Paradefälle sind in dem Fall Babak Foundation und Generali. Mhm.
Und noch zu dieser eigenartigen Melange von Ortswechseln als das sogenannte Foundationsquartier. Also diese Ausstellungsräume mittlerer Größe fallen weg und werden eigentlich sowas wie von der freien Szene zunehmend übernommen. Also das gibt es dann schon so, wenn man das dann noch Offspaces nennt. Es ist ja nicht einmal nur Artist, also künstlerbetriebene Spaces, sondern das sind ja auch Kuratorien, also kuratorische Praxis dazwischen schon. Das Weiße Haus zum Beispiel wäre einer von diesen Orten, die ist quasi schon auf einer komplexeren Ebene sozusagen Themen auch aufbereitet. Oder Künstler präsentiert eine gewisse Nachhaltigkeit. Also Vaterstraße. Bitte? Vaterstraße. 42. Ja. Oder aber auch dann quasi die diese Verkastung, also ausgehend von Sohlen-Otterkring bis hin. Aber das ist jetzt quasi die. Also die Wand ist von Zentralisierung zu Dezentralisierung. Auf der Wand haben wir sozusagen die Methode und die Formenproduktion der Künstlerinnen nur anhand der Flyer sichtbar machen wollen, während ihr gegenüber sozusagen Künstlerrollenbilder und auch sozusagen Netzwerke und Zugänge zu quasi Markt thematisiert wurden. Und im Raum dahinter ist vor allem die neuen Möglichkeiten durch Internet, also und damit einhergehende Selbstermächtigung und die Frage nach dem neuen Community. Sie werden feststellen, dass es sehr oft gegen Ende der Wand in Richtung der gesellschaftlichen Wirkung der jeweiligen Kunstpraxis geht und der Raum hier ist eher eine lyrische Einstimmung und soll, glaube ich, auch nochmal deutlich machen, dass es sehr wohl immer die Auseinandersetzung ist von Einzelpersonen mit Kunstwerken, Kunstsituationen, Environments, wie auch immer man es quasi seinen Kontext setzen will. Und gleichzeitig natürlich zur Einstimmung, die für die Partizipation. Ich habe es noch nicht gesehen, aber weil du gesagt hast, die mittlere Größe geht verloren, hat nicht doch ein Teil in der letzten Zeit, zumindest in Wien, zunehmend die Bezirksämter bzw. Bezirksmuseen diese Funktion auch übernommen, was Wien betrifft. Es ist zunehmend, hast du fast wöchentlich in irgendeinem der Bezirke eine Ausstellungseröffnung in Wien. In den Bezirksämtern oder in den Bezirksmuseen. Und im zweiten Bezirk ist es extrem, du hast manchmal pro Woche 2 bis 3. Also ich glaube, dass wir mal ganz sozusagen ein Gespräch gehen sollten. Nein. Bis Punkt ich meine jetzt bitte. Gut. Endlich schon. Aber wie, also die umgekehrte Variante zuerst, ich glaube, dass die Bezirksmuseen, also die von der Stadt Wien und teils der privaten Vereine betriebenen Museen, soweit ich deren Struktur verstehen kann, deren Beitrag zum zeitgenössischen Kunstgeschehen ist aus meiner Sicht, also sie stellen sich als öffentlicher Platz zur Verfügung und es können dort meistens Kulturschaffende, die im Bezirk arbeiten, ihre Werke ausstellen, aber sozusagen eine Anbindung an sozusagen das Diskursgeflecht der zeitgenössischen Kunst findet dort selten statt. Im Rahmen des Festivals Wir sind Wien, oder wie heißt das Bezirksfestwochen jetzt? Ja. Ich glaube, Wir sind Wien. Da, wo jetzt mit Kuratoren verstärkt sind, sozusagen auch jetzt fürs Publikum wieder interessante Projekte zu schaffen, da passiert es. Aber ich glaube, wo ich da konform gehe mit dir, die ganz starke Zentralisierung auch jetzt wirklich, erinnern wir uns zuerst an die innere Stadt, die eigentlich ausschließlich Galerienszene war. Dann kann man vielleicht 4. und 7. Bezirk dazu mit dem Museumsquartier. Und wenn man schaut, wie viel noch auf der Bundorfer Straße und so weiter leer ist, auch da ist noch Potenzial. Und jetzt beginnt es doch allmählich, und da würde ich fast sagen, dass eher die Stadtentwicklung interessiert daran. Also wenn jetzt Pferd beim Gasometer aufsperrt und sagen, die Künstler einlädt, dass sie dort was tun oder zumindest ein Raum inkludiert ist, auch als die Überlegung, die bei der Stadtplanung verstärkt zum Tragen kommt, gemeinschaftlich nutzbare Räume sozusagen in größere Stadtteilverdichtungen anzubringen, da passiert es. Und da wären wir dann tatsächlich ein bisschen mehr Berlin, wo man halt mal länger als 10 Minuten mit Fahrrad braucht. Aber ehrlich gesagt, wenn du weißt, in Diskurs ums 21. Haus, wo, wenn man mit dem Fahrrad schon 7 Minuten länger fahren muss, damit man mal dort ist, weil da halt noch eine Baustelle ist, weil das 2018 dort, weiß nicht, 35.000 neue Menschen wohnen werden und da schon das große Stöhnen ausbricht, dann weißt du, dass Wien da eine gewisse Behäbigkeit hat. Würde ich beobachten, aber so, ich würde sagen, aber ich unterhalte mich gerne nach, wenn es noch offizielle Fragen gibt und sonst würde ich gerne, dass ich stehe zur Verfügung.